Und Jan haute dem Weequay eins genau. Kann mich jemand hören? Wir werden angegriffen. Jemand will die Bahn in die Luft sprengen. Die Meldung kam von der Frachtbahn dort unten. Du kümmerst dich um die Bahn. Ich erledige die Schiffe. Arbeite dich bis nach vorn vor und checke jeden Wagen. Halt den Feind immer vor dir, dann kann dir niemand in die Seite fahren. Fliehen ist sinnlos. Na gut, und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Akademie. Irgendwas stimmt hier nicht. Mein Gespür sagt, dass wir hier durchgehen müssen eigentlich. Aber weh. Shit. Vielleicht habe ich eine Idee. Moment. Ach, kann ich nicht. Schade. Ich geh mal hier lang. Oh Gott, hier ist, kann ich auch nicht lang. Fuck. Hier muss ich so rüber. Na gut. Boah, ich bin echt gespannt, was für eine Mission das sein wird hier. Wie stelle ich das? So. Frage ich mich gerade auch. Wir müssen zurück auf jeden Fall. Und hier haben wir weitere Kandidaten, die sterben wollen. Ich bin der Meinung, hier ist irgendwo ein Schalter. Aber die Frage ist, wo? Hier. Sehr schön. Jetzt können wir wieder zurück. Ging sehr schnell eigentlich, ne? Finde ich. So, müssen wir jetzt einfach hier rüber? Speicher nochmal ab. Man weiß nie. Ich glaube einfach hier rüber. Das sollte klar gehen. So, und jetzt wieder hoch. Über die Dächer. Des Raumschiffes. Mega geil eigentlich die Mission, wie ich finde. So, und hier können wir so rüberspringen. Und hier rüber. Und hier rüber. Und jeder ballert mich wieder von allen Seiten ab. Die Schweine. Mann, Mann, Mann. Solche Schweine. Vielleicht könnte ich auch unten lang gehen, oder? Jo, das könnte klappen. Oder doch nicht. Nee, das klappt nicht. Ich muss oben lang. Schade aber auch. Und die schießen immer noch ganz fleißig auf mich, ey. Ich bin echt eine Zielscheibe für die. So. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist da hinten. Du kriegst keine Magendarmgrippe mehr. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder da nach hinten. Und schauen uns an. Da ist, glaube ich, ein Jedi, ne? Oh, nee, Entschuldigung, da ist ein Sith. Ja, du aber auch nicht. Hier. Alter Schwede. Das war kurzer Prozess. Heftig. Okay. Kurz speichern. Wie schnell wir den getötet haben. Einfach mit Macht. So, einmal hier runter und hier wieder rüber. Hi. Begrüße meine teuren Zuschauer. Meine teuren, sag ich, meine treuen Zuschauer. So. Wo ist denn hier noch einer? Ach, da oben. Wie krass die Mission ist. Ich finde, die ist geil gemacht gerade. Bin ich euch ganz offen. So, dann können wir hier runter. Du auch nochmal tot. Hier, die Tür ist zu. Aha. Ein anderer Eingang.
Autsch. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. So, hier gibt's aber sonst nichts mehr, glaube ich. Wie komm ich hier durch? Das ist eine gute Frage. Da hilft nur unser Gespür was. Okay, ich glaube, ich hab's. Moment mal, der Schalter ist deaktiviert. Ah, ich hab eine Idee. Eins. Zwei. Ich benutze auch gerade unseren neuen Schutzschild, aber was soll ich denn hier machen? Ach, ich muss hoch. Genau. Ich wollte schon sagen. So. Jetzt muss ich hier rüber. Erstmal direkt wieder auf Schub. Ich speichere nochmal sicherheitshalber. Oh oh. Mist. Die Burschen wollen es wissen. Aber richtig. Nichts da. Die treffen mich immer wieder. Das gibt es einfach nicht. Echt nicht. So, und jetzt einmal hier runter bitte gleiten. Yeah. Und hier rüber. Kyle, es ist eine Bombe in der Mark. Entschärf sie schnell. Du kommst gleich in einen befestigten Bereich. Oh mein Gott, hat noch dieser Sith gefehlt. So. Das war dein letztes Wort. Kurz aufladen. Oh, kann ich gar nicht. Ich brauche aber ein bisschen. Oh, hier. Das war gar nicht so übel. Das war die Bombe. Schlechte Neuigkeiten. Ja, noch mehrere. Die Bahn wird immer schneller. Sie wollen sie in die Station jagen. Du musst zum Kontrollraum gelangen und sie so stoppen. So, Moment, wir müssen es kurz noch heilen. So, Moment, jetzt warten wir noch ein bisschen und dann speichern wir nochmal. Wir haben gerade den Jedi, den Sith besiegt. Die Bombe entschärft, das ist schon eine gute Leistung bisher, meiner Meinung nach. Schnell rüber. Wie wir die überrennen. Also eigentlich sind wir ja voll der Sith-Lord, ne? Wie viele Leute hier wir töten hier. Das ist voll krass eigentlich. Das ist nichts Gutes. Oh. Nein. Nein, 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 nein. So. Ich glaube, jetzt muss ich was stoppen oder so. Das war richtig knapp. Gut gemacht, Jaden. Ich habe die Schiffe ausgeschaltet. Eigentlich sollten wir jetzt Ruhe haben. Wahnsinn. Ausgezeichnete Arbeit mit der Bahn. Ihr wart genau zur richtigen Zeit dort. Wenn die Bahn in der Stadt explodiert wäre, hätte dies Tausende das Leben gekostet. Es ist etwas passiert. Wir brauchen dich zurück an der Akademie. Dann gehen wir auf jeden Fall zurück zur Akademie. Aber das alles, glaube ich, machen wir hier auch direkt Jaden, zur Folge. Du bist auf dem besten Weg zu einem Jedi. Ich spüre, du hast den inneren Frieden gefunden. Dankeschön. Das ist lieb. Ich habe euch hierher gebeten, da ich beunruhigende Neuigkeiten habe. Jemand ist bei mir eingedrungen und hat höchst wichtige Daten über Orte eingesehen, an denen ich eine starke Präsenz der Macht gespürt habe. Orte wie die Wolkenstadt, Hoth und Biss. Was außer einem Tagesausflug kann man damit anfangen? Auf jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, dass das Zepter, das Jaden sah, irgendwie die restliche Macht vom Masasi-Tempel entzogen hat. Die Macht entzogen? Wie geht das denn? Ich bin nicht sicher, aber ich weiß durch die Jedi-Holocrons, dass in der Vergangenheit Objekte erschaffen wurden, die Energie der Macht speichern können.
Die Leute, die Jaden sah, könnten einen Weg gefunden haben, die Energie der Macht mit diesem Zepter zu sammeln. Was sich als gefährlich erweisen dürfte. Und was planen wir daher? Wir müssen die Orte aus meinen Aufzeichnungen untersuchen. Daran werden alle Schüler teilnehmen. Corin, du gehst nach Wayland. Kyle, du siehst dich im Tal der Jedi um. Endlich etwas Action! Warum sollte jemand die Energie der Macht stehlen? Keine Ahnung. Du machst dir zu viele Sorgen, Jaden. Ich wette, dass diese Kulttypen gegen einen Jedi keine Chance haben. Wir sind aber noch keine Jedi. Wir sind nur Schüler. Ihr mögt nur Schüler sein, aber ihr macht beide große Fortschritte. Übertreibt es nicht. Jaden, ich sende dich nach Hoth, wo ich eine Vision von Obi-Wan Kenobi hatte. Dort wird eine sehr starke Aura sein. Rosh, du begibst dich zu den Resten des Planeten Biss. Er liegt sehr abseits und der Kult kann dort kaum gewesen sein. Bleib nicht zu lange, die Hinterbliebenen könnten dort noch aktiv sein. In Ordnung. Dann hätten wir alles. Möge die Macht mit euch sein. Viel Glück, ruf mich, wenn du Hilfe brauchst. Na, vielen Dank. Ich bin echt voll neugierig gerade. Starten wir mal direkt. Die Vision von Obi-Wan Kenobi. Nichts. Irrt sich Meister Skywalker bei diesem Ort? Was ist das? Sollte ich mir mal näher ansehen. Mit einem den Lichtern folgen. Kann okay, Mission 10. Distanz abdecken. Okay. So, ich schaue mal ganz kurz nochmal. Sicherheitshalber. Und was wir machen könnten, ist natürlich nochmal hier sicherheitshalber speichern und einmal dahin rennen. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Den Lichtern folgen, machen wir das einfach mal. Sehe ich gerade als sinnvoll. Das Imperium? Als sinnvolle Tätigkeit. Vielleicht hatte Meister Luke doch recht. Oh ja, das kann sein. Voll krass irgendwie, oder? Dass wir hier direkt wieder Stormtroops finden. Aber so, die Map an sich schon so gefällt mir. Also so bisher. Ist schon gut klar. Ja, das muss auch irgendwann kaputt gehen. Scheinbar nicht. So, was ist denn hier? Irgend so ein Tempel oder so? Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht wieder solche Würmer oder sowas. Darauf habe ich gerade wenig Lust. Ich will dir nicht wehtun. Shit. Müssen wir aber wohl. Scheint wohl so, dass wir dem wehtun müssen. Oh Mann. Ich glaube, das sind nur potenzielle Gegner, ne? Also, die müssen nicht direkt negativ gesonnen sein. Cooles Versteck. Cooles Versteck gefunden. Und ich glaube, jetzt ist irgendein Weg hier noch offen. Boah, riesige Höhle, ehrlich. Riesige Höhle. Ist da jemand? Eine riesige Höhle.
Ja, ist hier jemand? Hier. Kann ich die Dinger eigentlich benutzen? Oh, geil. Wie geil ist das denn? Ist ja mega geil. Das Problem ist aber, ich treffe die nicht so ganz. Ich kann eigentlich auch einfach durchjumpen, oder? Einfach gucken, wo lang ich gehen muss. Oh Mann, das ist aber unbequem hier. Ziemlich unbequem. Ich muss doch... Leider. So, da ist noch eins. Ein Feind. So, und ich glaube, wir müssen jetzt in das Gebäude hier. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, aber wie denn? Und wo lang vor allem? Schauen wir nochmal nach mit unserer Sicht, mit unserem Gespür. Okay, wenn wir nicht hier lang kommen können, dann müssen wir hier lang, oben lang irgendwie. Da denke ich nicht, dass da ein Weg ist. Dann müssen wir hier lang. Kontrollpunkt. Das glaube ich nicht. Ich entscheide, wann ich unter Arrest stehe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Jo, bleibe ich auch. Na super. Übel, ey, was ging hier ab? Oh nein! Oh shit! Shit! Nicht der. Ah. Komm! Drauf! Kann den nicht anders besiegen, glaube ich. Na warte. Hier, nimm das. Hier, du kannst die Granaten essen. So, und jetzt nochmal. Die Dinger sind echt übel. Ich sterbe gleich, ohne Witz jetzt. Okay. Du musst doch langsam sterben. Wie lässt der? Wie kann ich das Ding jetzt zerstören? Ohne Witz, das ist übel. Moment, wir warten mal kurz hier. Jetzt schnappe ich mir den nochmal. Der hat echt nicht mehr lange, Leute. Ich frage mich, wie viel der aushält hier. Was ist das bitte für einer? Ich sterbe gleich. Ja, jetzt bin ich tot. Nee, da muss ich irgendwie... Was soll ich da machen, Mensch? Vielleicht kann ich den Weg einfach durchrushen. Könnte das gehen? Könnt ihr ja mal probieren. Einen Weg einfach durchrushen. Ich probiere es mal aus, wirklich jetzt mal. Gehen wir mal ganz links lang und dann über die Wände schaue ich einfach mal, ob das geht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Hier ist auf jeden Fall was faul.
dann nehme ich ganz kurz Geschwindigkeit, um zu schauen. Okay, hierüber kann ich nicht. Hier auch nicht. Durch die Tür kann ich auch nicht. Also durch das Tor. Hier kann ich auch nicht lang. Ne, so einfach rüber kann man, glaube ich, nicht. Doch, geht. Es ging. Boah, Wahnsinn. Das war richtig gut. Wir haben uns so viel Zeit gespart. Also gegen diese Roboter, diese fetten Droiden, will ich gar nicht kämpfen. Echt nicht. Okay. Super, ey. Ich bin gerade voll froh. Ich bin richtig froh gerade, wie wir es gerade dominieren, so ein bisschen. Ich glaube, jetzt können wir hoch. Eindringling, jawohl. So, ich weiß nicht, was es gebracht hat. Irgendein Tor. Irgendein Tor geöffnet. So, und hier kann ich, glaube ich, Schub. Genau. Versteck ist das. Aber gut, ein Versteck bringt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Aber eine Tür ist auf. Das ist doch schon mal das Wichtige. Hier gibt es sonst nichts mehr, glaube ich. Hier kann man auch nicht durch. Das heißt, ich muss den ganzen Weg zurück. Vermute ich. Gerade mal. Mega geil eigentlich, aber gut. Na, jetzt vorhin habe ich echt meine Zeit verschwendet. Ehrlich mal, also. Stirb. So. Ich würde sagen, die Zeit ist knapp. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode von Let's Play Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Das war sehr spannend und ich glaube, hier werden wir bestimmt noch einiges erfahren. Nämlich hinter dieser Tür.